31er, die bösen Verräter. Die Verräter im Betäubungsmittelstrafrecht. Kronzeugenregelungen, Aufklärungshilfe, darüber rede ich heute. Herzlich willkommen bei Glück Kanzlei für Strafrecht. Mein Name ist Christina Glück, ich bin Strafverteidigerin und Gründerin der Kanzlei. Heute rede ich über, ja, ein bisschen das Gangstermilieu, das Möchtegern-Gangstermilieu, die Hintergründe der Aufklärungsregelungen, so im Allgemeinen, und dann gehe ich ein bisschen ins Detail. Ich hänge mich an den Paragraphen 31 Betäubungsmittelgesetz. Das ist ein ganz böser Paragraph und gerade in der Betäubungsmittelszene, aber auch in der kriminellen Szene, ist er der Begriff für Verrat. Ein 31er ist ein Verräter. Paragraph 31 Betäubungsmittelgesetz sagt, dass ein Beschuldigter, wenn er über den eigenen Tatbeitrag Angaben bei der Polizei macht, tatsächlich auch mit einer Strafmilderung rechnen kann. Bedeutet, wer die Mitbeschuldigten verrät, bekommt weniger Strafe. Das ist generell natürlich eine Art von Denunziantentum, die wenig mit Ehre zu tun hat, aber in vielen Kreisen im Betäubungsmittelrecht, in Handelskreisen, in der Kriminalität ist Verrat natürlich etwas ganz Schreckliches, Verstoß gegen den Ehrenkodex. Das heißt, wer diesen Paragraphen 31 BTMG für sich in Anspruch nimmt, ist ein Verräter und ein Böser. Tatsächlich ist es sogar so, dass man beschimpft werden kann als 31er, obwohl man möglicherweise überhaupt keinen Verrat begangen hat. Das ist ein gängiges Schimpfwort für eine Person, die wenig Ehre hat und die man missachtet. Es passiert sogar, dass man manchmal Anwälte als 31er bezeichnet in gewissen Kreisen, die jetzt nicht unbedingt in das Klientel meiner Kanzlei gehören, aber grundsätzlich kann das tatsächlich passieren, vielleicht auch gerade bei Jugendlichen oder Kindern, die meinen, sie müssten jetzt eben ihr Gangsterleben ausleben. Tatsächlich war das irgendwann mal ganz anders gedacht. Man hat sich im weltweiten Kampf gegen die organisierte Kriminalität, das heißt gegen den weltweiten Anbau von Drogen in Übermaß, wir denken an Mexiko zum Beispiel oder Kolumbien, diese organisierte Kriminalität, die natürlich Milliarden an sozialen Geldern einfach abfängt, zu bekämpfen, dass man gesagt hat, jemand, der aus dem Bereich der großen Kartelle kommt und der Angaben macht, den bevorzugt man mit Straffreiheit oder Vergünstigungen. Das ist aber immer weitergegangen und dann kam eben dieser Paragraph 31 BTMG in das deutsche Strafgesetz. Und das hat sich dann so entwickelt, dass man eigentlich kaum noch große findet, also wirklich große Händler, die auch dem Allgemeinwesen schaden, sondern dass man ganz kleine Fischchen fischt. Also wenn jetzt so ein Jugendlicher, 16-Jähriger mit 5 Gramm Haschisch-Gemisch auf der Straße angehalten wird, das wird gefunden, das ist strafbar als Besitz von Betäubungsmitteln, dann wird er mit zur Wache genommen, wird vernommen, das Telefon wird beschlagnahmt. Und dann wird die Polizei alle Kontakte, die sie im Telefon finden kann, anschreiben, sagen, sie sind Zeuge oder Beschuldigter, sie sind verdächtigt einer Straftat und versuchen auf diese Art und Weise weitere Jugendliche oder Heranwachsende zu finden, die vielleicht auch irgendwann mal 1 Gramm Haschisch besessen haben. Das ist nicht unbedingt das, was mit dem Paragraphen 31 Betäubungsmittelgesetz gemeint war. Aber immerhin hat man auf diese Art und Weise natürlich einiges aufgeklärt. Und weil das so gut funktioniert hat, wenn man jetzt an die etwas größeren Fälle denkt, jemandem drohen 5 bis 7 Jahre, gerade hier in Bayern sind die Strafen hoch für Betäubungsmittelstraftaten. Und der sagt, also passt auf, ich sage euch meine Mitmänner, ich sage euch diejenigen, bei denen ich gekauft habe und auch diejenigen, bei denen ich verkauft habe. Der kann möglicherweise sogar damit rechnen, dass er eine Strafe bekommt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Sprich, er erhält sich die persönliche Freiheit. Und in diesem Zusammenhang hat der Paragraph natürlich schon auch Früchte getragen, weshalb man ihn dann auch irgendwann ins Strafgesetzbuch übernommen hat, in dem Paragraphen 46b Strafgesetzbuch. Der sagt Ähnliches im Bereich der schwereren Kriminalität, dass in diesen Zusammenhängen, wenn ein Täter Wissen preisgibt aus der eigenen Straftat, er auch mit einem Entgegenkommen der Strafbehörden rechnen kann. Die Kanzlei Glück hat keine besondere eigene Meinung zum Paragraphen 31 BTMG oder 46b Strafgesetzbuch. Wir können nur aus Erfahrung sprechen, dass gerade Betäubungsmittelkonsumenten, die schwerst abhängig sind und durch die Abhängigkeit in finanzielle Nöte und in ein Handeltreiben, vielleicht sogar in eine Organisation geraten sind, profitieren können, wenn sie eine sogenannte Lebensbeichte ablegen.
Denn mit dem Offenlegen aller Kontakte, die man aus seinem eigenen Konsumverhalten hatte, in die kriminelle Welt, beendet man diese Kontakte definitiv. Das heißt, derjenige, der sagt, ich möchte ernsthaft eine Therapie durchstehen und ernsthaft nichts mehr mit Drogen zu tun haben, der sollte sich auch von seinem Umfeld lösen. Und das ist tatsächlich eine radikale, schmerzhafte, aber erfolgreiche Art und Weise, alle zu benennen, die mitgeholfen haben, weil man zu denen keinen Kontakt mehr hat. Die Abwägung muss jeder für sich selber treffen. Grundsätzlich ist es nicht unbedingt wirklich hilfreich, alle zu benennen, mit denen man jemals etwas zu tun hatte. Das kann auch ein ziemlicher Dominoeffekt werden, dass dann plötzlich jeder jeden beschuldigt und eine einzige Schlacht beginnt. Wer ist der Schnellste? Wer kriegt die niedrigste Strafe? Das raten wir unseren Mandanten natürlich nicht. Aber was wir durchaus oft auch überlegen, Mandanten anraten, was von Mandanten auch an uns herangetragen wird, ist die sogenannte Verständigung, der sogenannte Deal, dass ein Mandant sagt, okay, die Beweise sind äußerst gut, es gibt Telefonüberwachung, es gibt legale Überwachungsmaßnahmen, gegen die wir nichts setzen können. Und aufgrund dieser Beweise möglicherweise sogar ein Geschäft an einen nicht öffentlichen polizeilichen Ermittler, also ein Geschäft an einen Polizeibeamten, ein verdecktes. Das heißt, man kann mir die schwere Straftat nachweisen. Ich möchte gerne wissen, wo ich stehe. Fragen Sie die Staatsanwaltschaft, führen Sie das Gespräch mit dem Gericht und dann bekommt er ein Angebot, dass er mit einem Geständnis, mit einer Strafe von beispielsweise 5 Jahren rechnen kann, müsste vielleicht sonst mit 8, 9 oder 10 Jahren rechnen, weil schon mehrere Vorstrafen da waren. Verstehe ich einen Mandanten, wenn er sagt, eine solche Verständigung nimmt er an und einen solchen Deal schließt er ab, damit er die Strafe so gering wie möglich hält. Das sind aber nur kleine einzelne Punkte, insbesondere aus dem Betäubungsmittelstrafrecht, und das ist tatsächlich nicht unbedingt unser täglich Brot. Das geht dann eher in die Richtung Verständigungen mit den Steuerbehörden oder mit den Wirtschaftsstaatsanwaltschaften. Da hilft es tatsächlich, wenn man vielleicht auch in Absprache mit den anderen Beschuldigten offenlegt, was geschehen ist, auch wenn es nur einer offenlegt, der dann für sich zum einen die meist immensen Geldsummen, die er zu bezahlen hat, begrenzt und auch vor allen Dingen die persönliche Freiheit erhält, sprich die Bewährung. Da habe ich schon mal im Verfahren geredet gegen Uli Hoeneß, was es da alles für Fallstricke gibt und wie schnell man als ganz normaler Bürger in einem Gefängnis landen kann. Heute aber die Frage 31 BTMG, verrate ich die 31er? Und vielleicht war das auch mal für die Jüngeren interessant und spricht sie an. Deswegen freuen wir uns über rege Diskussionen, über jedes Like und jeden neuen Abonnenten.